Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, herzlich willkommen zum WhatsApp des März. Im März ist tatsächlich wieder einiges los, wie fast jeden Monat. Und so möchte ich euch darüber informieren, was denn in diesem Monat los ist. Ich möchte beginnen mit einem Vorprodukt, das Stampin' Up! Anbietet, aus dem neuen Jahreshauptkatalog, der im Mai starten wird. Und zwar ist das das Set Wellen des Ozeans. Ich blende euch das hier oben einmal ein. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Und auf meiner Homepage ist dort auch schon eine entsprechende Information. Das ist ein Vorabprodukt zum neuen Jahreskatalog. In den neuen Jahreskatalog übernommen wird das Stempelset und die Stanzform als Produktpaket. Und das Designerpapier, das Metallic-Folienpapier und auch die passenden Schmucksteine werden nur bis zum 2. Mai verfügbar sein. Schaut euch das mal in Ruhe an. Für mich natürlich hier oben im Norden an der Küste ein absolutes Must-Have. Ich habe auch schon ganz viel damit gearbeitet. Habe euch schon in dem Video einiges vorgestellt, habe jetzt am Wochenende meine WhatsApp-Stempelparty gehabt des Februars. Da habe ich auch nochmal zwei weitere Projekte vorgestellt, die ich euch jetzt natürlich nicht zeige. Das war exklusiv für die Gruppe. Aber ja, schaut da gerne mal rein und ab dem 1.3., also ab morgen, wird diese gesamte Produktreihe zur Verfügung stehen. Allerdings, wie gesagt, bis auf das Produktpaket nur bis zum 2. Mai. Dann gibt es eine Märzaktion, nenne ich es mal. Und zwar nennt sich die Sparen und Auffüllen. Es ist eine 20% Aktion. Ich blende euch auch das hier oben ein. Ihr findet gleich danach noch eine Infokarte auf meiner Homepage, wo diese Aktion nochmal etwas genauer beschrieben ist. 20% gibt es auf die Mini-Stanz- und Prägemaschine. Mein Wunderwerk, die immer neben mir steht. Und das ist das eine. Und es gibt weiterhin 20% auf ausgewählte Stanzformen. Und zwar sind das, lasst mich kurz zählen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 unterschiedliche Sets. Alle findet ihr, wie gesagt, auf meiner Homepage. Und den gesamten März, also von morgen, dem 1. März bis zum 31. März, läuft diese Aktion. Das lohnt sich. 20% ist bei der Stanz- und Prägemaschine schon einiges. Und es ist eine schöne Auswahl an Stanzformen aus dem Jahreskatalog, die Stampin' Up! Da rausgesucht hat. Schaut gerne mal rein. Wenn ihr Interesse daran habt, irgendwelche Fragen habt, kommt natürlich immer gerne auf mich zu. Ansonsten könnt ihr euch das sehr gerne bei mir bestellen. Ihr habt zur Bestellung immer mehrere Möglichkeiten. Einerseits könnt ihr mir ganz klassisch eine E-Mail schicken mit euren Wünschen. Ihr könnt meine Bestellanfrage über meine Homepage nutzen, dort die Artikelnummern eingeben und eure Kontaktdaten. Oder wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt, irgendwas geklärt werden muss, ruft mich auch gerne an. Zu meinen Bürozeiten, in der Regel sind die wochentags, montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, bin ich so gut wie immer zu erreichen, mit kleinen Ausnahmen, die Mittagsstunde und wenn ich mit einem unserer Hunde oder auch allen draußen bin. Und das kann ich vorher nicht planen. Wenn irgendwer fiepst und raus muss, dann muss ich raus. Es nützt alles nichts. Aber ja, wenn ihr mich nicht erreichen solltet, hinterlasst mir auch sehr gerne eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter. Ich melde mich dann natürlich auch gerne zurück. Dann möchte ich euch eine Aktion von mir vorstellen. Klassischerweise im März oder April mache ich immer meine nordischen Bonustage. Nordische Bonustage bedeutet, zwei Wochen lang erhaltet ihr je 60 Euro Bestellwert einen 5-Euro-Gutschein. Diesen 5-Euro-Gutschein könnt ihr dann im April, das sind die klassischen Bonustage wie Stampin' Up!, das im Sommer, man immer etwas unterschiedlich, im Sommer, im Herbst auch macht. Im April könnt ihr diese Gutscheine, die ihr sammelt, und das können so viele sein, wie ihr wollt, je 60 Euro gibt es solch einen Gutschein, könnt ihr die dann im April mit einer erneuten Bestellung im April einlösen. Das heißt, diese zwei Wochen im März vom 7. bis zum 20. März
führe ich meine nordischen Bonustage durch. Und ihr könnt dann, wie gesagt, die Gutscheine, die ihr dort dann erreicht, im April einlösen. Ich muss zwischendurch immer wieder auf meinen Spickzettel gucken, der ist echt lang dieses Mal. Dann eine kurze Ankündigung noch. Ich habe jetzt gerade ich muss kurz auf den Kalender gucken, am 27. gestern, heute ist der 27. Also am 26. habe ich meine WhatsApp-Stempelparty durchgeführt. Das wird jetzt eine monatliche Veranstaltung. Diese Stempelpartys per WhatsApp werden unfassbar gut angenommen. Die Leute sind immer, also was heißt immer, es ist jetzt die zweite Stempelparty gewesen. Die erste war im Januar, die zweite jetzt im Februar. Beide Male waren auch unterschiedliche Leute teilweise mit dabei, aber auch einige, die bei beiden dabei waren. Und die Begeisterung war sehr groß. Das freut mich natürlich sehr. Mir macht das auch sehr viel Spaß. Es ist nochmal ein bisschen was anderes, weil man ist zwar live im Chat, also man schreibt sich live. Ich bin während der Stempelparty auch die ganze Zeit ansprechbar. Aber ich bin halt nicht live da in Form, wenn man beispielsweise ein Zoom machen würde, dann sieht man sich ja face to face. Das ist nicht jedermanns Sache. Das weiß ich und deswegen biete ich diese Stempelpartys auch an, wo ich euch neue Produkte vorstelle, wo wir quasi zusammen basteln. Es gibt immer zwei exklusive Bastelprojekte, die nur für diese Gruppe bestimmt sind. Die werde ich sonst nicht veröffentlichen. Jetzt die letzte Karte. Ich mache immer eine Karte, eine Verpackung. Die letzte Karte hat unglaublich gut Anklang gefunden. Ich war anfangs so ein bisschen, ob das wohl was ist. Ich fand sie toll, aber man weiß es ja immer nicht. Doch, sie gefiel sehr, sehr gut. Also, nächste Stempelparty per WhatsApp findet am 19. März wieder ab 18 Uhr statt. Der 19. März ist wieder ein Samstag. Ich habe festgestellt, da können die meisten Leute einfach und deswegen Samstag, 19. März, 18 Uhr. Wenn du gerne dabei sein möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail. Ich blende dir mal hier unten die entsprechende E-Mail-Adresse ein. Meld dich dazu an. Ich brauche nur deine Kontaktdaten, falls wir uns noch nicht kennen. Und natürlich auch deine Handynummer, damit ich dich dann in die entsprechende WhatsApp-Gruppe einladen kann. Und schon geht das los. So, was habe ich noch? Ich habe noch etwas Neues, was ich auch einführen möchte, weil auch der Club ist sehr gut angekommen. Ich habe jetzt im Februar einen Celebration Club gemacht und habe mir überlegt, ich möchte sowas gerne regelmäßig einführen. Natürlich keinen Celebration Club, weil die Celebration endet ja heute am 28. Februar. Die nächste gibt es erst im Sommer wieder. Aber ich möchte gerne ein Bestellerclub. Ich habe ihn im Moment Monatsclub genannt, weil ich den nur einmal im Monat durchführe. Den möchte ich gerne einführen. Auch dazu findet ihr natürlich auf meiner Homepage oben die Infokarte, das i bitte anklicken. Dann kommt ihr direkt auf meine Homepage mit den Infos. Es finden sich wie bei der Celebration, beim Celebration Club auch, es müssen sich immer 9 Besteller einfinden. Unter diesen 9 Bestellern wird ein Halbpreisprodukt, also der Mindestbestellwert pro Besteller ist 60 Euro. Dann rechnet sich das auf, dass wir Shoppingvorteile erhalten, die ich an alle Besteller verteilen kann. Das ist für jeden mindestens mal 11 Euro. Es gibt dann ein Halbpreisprodukt, das wird verlost. Und ja. Die Informationen könnt ihr halt auf meiner Homepage nochmal nachlesen. Ich führe das jetzt monatlich ein. Ich glaube insbesondere für diejenigen unter euch, die eher mal selten etwas bestellen und auch nicht große Summen bestellen, ist das eine ganz tolle Sache, weil sonst würdet ihr niemals an Shoppingvorteile kommen. Und dabei nochmal gesagt, Shoppingvorteile heißt auch, mit diesen Shoppingvorteilen könnt ihr euch die Gastgeberinnen-Sets bestellen, die ihr sonst nicht bekommen würdet, außer man bekommt sie halt eigentlich erst, wenn man einen Bestellwert von 200 Euro hat. In so einem Club hat man halt andere Möglichkeiten und davon können natürlich auch die Leute profitieren, die nicht so große Bestellungen machen. Wenn es da irgendwelche Fragen zu gibt, auch immer her damit, ich beantworte euch das sehr, sehr gerne. So, jetzt muss ich mal eben gucken, habe ich. Stempelparty habe ich. Ah, ja, genau.
Wie auch bei den letzten beiden Male mache ich wieder super gerne Werbung für ein ganz, ganz tolles Format. Es haben sich einige meiner Demonstratoren aus meinem Team zusammengeschlossen und haben ein Format, das sie jetzt das dritte Mal durchführen. Dieses Format nennt sich Verrückt Kreativ. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, jedes Mal wieder. Ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, es sind 5 oder 6 Demonstratoren, die sich da zusammenschließen. Und eine beginnt ein Projekt. Ich meine, sie haben sich wieder auf 5 bis 8 Minuten geeinigt oder auch 10 Minuten. Arbeitet 10 Minuten daran, nimmt das auch auf, dann hört sie mitten im Projekt auf und schickt es an die nächste Demonstratorin weiter. Die arbeitet wieder daran, auch wieder diese, ich glaube, maximal 10 Minuten. Filmt das wieder und mit diesen Videos nehmen sie euch quasi in den Prozess mit, filmt das wieder und schickt es an die nächste. Und lustigerweise, manchmal, ich glaube beim letzten Mal war es so, dass eine Demonstratorin mit einer Karte angefangen hat. Die zweite hat durchaus gesehen, das soll eine Karte werden, hat sich aber umentschieden und hat eine Verpackung daraus gemacht, hat die aber noch nicht zusammengebaut. Und ganz am Schluss, die letzte oder vorletzte, hat sich entschieden, oh nee, Verpackung ist nicht, ich baue wieder zurück eine Karte. Also das ist wirklich verrückt kreativ, ein ganz tolles Format. Das startet am 14.03. auf dem Kanal von Selma Zierold. Selma ist die Initiatorin dieses Formates, die hat sich das ausgedacht. Ihr Kanal nennt sich Stempeluniversum. Ich blende euch das hier unten mal eben kurz ein. Vielleicht habt ihr Lust, geht mal am 14.03. auf den Kanal von Selma, schaut euch das mal an und verfolgt das mit und geht mit den Leuten mit. Das macht unglaublich viel Spaß, dem zuzugucken. Ja, verrückt kreativ halt. Es macht wirklich Spaß und da kommen ganz, ganz tolle Sachen raus. Dann ein Hinweis und zwar ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich blende euch hier oben mal kurz etwas ein. Das sind die InColor-Farben 2020 bis 2022. Die sind im jetzigen Jahreskatalog natürlich zu finden, genauso wie die neuen InColor-Farben, die im letzten Jahr neu in den Katalog gekommen sind. InColor-Farben wechseln alle 2 Jahre, beziehungsweise gehen alle 2 Jahre wieder raus aus dem Katalog. In jedem Jahr bekommen wir somit eine neue 5er InColor-Gruppe. Mit diesen Farben reagiert Stampin' Up! Sehr auf Trends, weil es immer wieder neu ist, jedes Jahr neu. Die jetzigen InColor-Farben gehen mit dem neuen Jahreskatalog, der Anfang Mai, am 3. Mai startet, werden die verschwinden. Und zwar alle InColor-Farben und alle Produkte, die mit den InColor-Farben zu tun haben. Auf meiner Homepage, da oben findet ihr das i, werde ich euch eine kleine Auflistung machen mit allen Produkten, die zu der InColor-Farbe 2020 bis 2022 gehören. Ich möchte euch wirklich sehr ans Herz legen, wenn ihr von dieser Gruppe der InColor-Farben noch irgendetwas haben wollt, sei es die Stempelkissen, insbesondere die Nachfüller, falls ihr die Stempelkissen schon habt, sei es euer Lieblingspapier doch nochmal, sei es doch nochmal ein Band, dann macht das bitte vor Ende März. Ende März wird die Auslaufliste bzw. die Ausverkaufsliste zum Jahreskatalog veröffentlicht. Und ab dem Moment, quasi ab dem ersten Tag, könnt ihr sicher sein, die InColor-Farben werden mit das erste sein, was vergriffen ist. Deswegen, wenn ihr da noch unbedingt etwas haben wollt, ich beispielsweise liebe die Farbe Abendblau und da werde ich mir auf jeden Fall noch Papier bestellen. Weil das Abendblau ist quasi die Farbe meiner Homepage, meines Logos und da mache ich ganz viel mit. Also da brauche ich echt Bestand und das werde ich jetzt Anfang März auch in jedem Fall noch bestellen. Also nochmal, InColor-Farben 2020 bis 2022 unbedingt vor Ende März, wenn ihr da noch etwas haben möchtet. Jetzt stelle ich euch noch kurz das neue DSP Plus Paket vor. Dazu wechsle ich wieder die Kamera auf meine Hände und dann war es das jetzt auch schon mit dem WhatsApp für den März. Wie gesagt, wenn irgendwo Fragen aufkommen, immer her damit, dafür bin ich da. Ich beantworte euch alles, was ihr wissen wollt.
Viele Dinge werdet ihr auf meiner Homepage finden, die ihr dort problemlos nochmal im Detail nachlesen könnt und euch auch anschauen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, wechsle ich jetzt mal eben die Kamera. So, meine Lieben, das hier ist das neue DSP Plus Paket. Kurz erklärt, DSP Plus bedeutet, ihr bekommt einen Teil des DSP Paketes und das Plus da dran ist der Farbkarton, der dazugehört, mit den Hauptfarben, die in dem Designpapier drin sind. Das hier ist das Designpapier Blühende Felder aus dem Mini-Katalog Januar bis Juni. Es sind 6 Designs, 6 doppelseitige Designs. Das heißt, so ein DSP Plus Paket besteht aus 6 Seiten in der Größe 6x12 Inch, also ein halbes Blatt von einem normalen. So sehen die Tulpen aus. Blühende Felder, das sind die Tulpen. Das sind die ganzen Designs. Ich zeige euch das nochmal so. Und die Rückseiten sind dann sehr künstlerisch. Diese hier, diese beiden finde ich besonders toll, die kann man immer nehmen. Hier haben wir ein grafisches Muster. Hier haben wir so ein Wolkenmuster. Das hier ist mein Liebstes. Da habe ich ganz, ganz viel schon mitgemacht. Und hier haben wir nochmal ein, ja, ein Wolkenmuster, würde ich es mal nennen, in einer etwas anderen Grundfarbe. Das sind die 6 Blatt und die dazu korrespondierenden Farben. Davon ist in dem Paket von jeder Farbe 2 Blatt Farbkarton in A4 enthalten. Das ist Glutrot, Blütenrosa, Kürbisgelb, Farngrün, Aquamarin, Amethyst, das sind die Farben und was immer mit dazugehört, weil ich finde, als Grundkarte gerade bei so kräftigen Farben gehört Weiß mit dazu und in dem Designpapier ist Weiß halt auch mit oder Grundweiß auch mit enthalten und in diesem Paket oder in dieses Paket gehören 5 Blatt A4 Grundweiß. Die Informationen nochmal zu diesem DSP Plus Paket findet ihr selbstverständlich wieder auf meiner Homepage. Ihr könnt auch hier auf das i gehen, macht sich ein Fensterchen auf, ihr klickt drauf und kommt direkt zu den Details zu dem neuen DSP Plus Paket. Okay, meine Lieben, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin. Ciao, ciao!